Yo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück an Nerdcrate. Heute endlich mal wieder ein Transformers Review. Heute mit Mainline weiter. Habt ihr ja schon im Thumbnail gesehen, ne? Heute den schnellsten Bot des Universums. Blur. Jo, und da sind wir. Verpackung wie immer als erstes. Und was soll man sagen? Schickes Artwork. Was ist mit dem Gesicht los? Anyway, selbes cooles Verpackungsdesign, selbe Art wie bei Jazz. Nichts gegen einzuwenden. Ich finde die Verpackung super. Ich mag die wirklich auf der Seite das Profil. Schick. Hinten, was man machen kann. Longest nose ever. Und das haben sie immer noch nicht hingekriegt. Also, ist irgendwie merkwürdig. Unten und oben nicht viel mehr los. Innen drinne dann ein Drama, Leute. Ihr nehmt das raus. Und natürlich dann auch die Anleitung. Und wenn ihr das geschafft habt, versucht ihr die Figur da rauszukriegen. Wer nagelt die Dinger denn da so rein? Da muss man echt voll dran reißen. Und dann holt ihr das da raus, wisst ihr? Materialien sind gut, da wird nichts brechen, aber da holt ihr den da raus und der ist da echt reingenagelt, genauso mit der Waffe. Guck dir das mal an. Tiefzieh. Ich glaube, das Ding wurde erst erstellt und dann wurden die Sachen da reingegossen. Ich glaube, das ist die Gussform. Und dann haben wir hier natürlich Blur und seine Accessoires. Und wo fangen wir immer mit an? Mit der Anleitung. Genau. Gibt euch alles, was ihr braucht. Übliches Schwarz-Weiß, Rot hervorgehoben. Die Armkonstruktion, die haben sie irgendwie falsch rum gemacht. Ich zeige euch einen einfacheren Weg bei der Transformation. Aber sonst führt die euch durch das Gröbste. Nächster Pappteil, wie soll es anders sein? Das Diorama, der kleine Filmstand von Autobot City am Start der Attacke von Megatron auf die Autobots. Richtig cool, schönes Artwork, toll gezeichnet, macht richtig was her mit den Energon-Explosionen hier von seiner Fusion Cannon oder von Thundercracker oder wem auch immer. Studio Series 8603 an der Seite, auf der anderen Seite Transformers hier und ein kleiner Stand. Und dann könnt ihr da auch Blur, wie ihr wollt, darauf stellen. Habt ein schönes kleines Display, je nachdem, was ihr von Bord habt, macht das sicher einiges her. Dann, wie soll es anders sein? Zwei Waffen, die holen wir uns einmal nach vorne. Und dann weniger Waffen als mehr eine Waffe und ein Accessoire-Stück extra. Das ist auch noch ein Ding. Noch zwei Packs, da kann man bestimmt noch irgendwas anderes mitmachen. Muss ich mal schauen. Jedenfalls Waffe. Ja, gute Line-Details. Nicht ein Fetzen Farbe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Sie können es doch. Das haben sie doch nun wirklich so viele Male bewiesen. Aber ich meine, immerhin ist sie gerade. Und hält er natürlich in der Hand mit dem 5mm Port. Und als letztes haben wir hier noch so einen kleinen Schweißbrenner. Ich glaube, mit der runden Geschichte wird er gar nichts schweißen. Oder brennen. Oder wie es in Filmen ganz gerne heißt, durchschweißen. Wo man die Ohren bei klingeln. Nette Line-Details, auch wieder alles mit dran. Bisschen hohl. Und der Pack verrät's. Es ist keine Ausklappfunktion. Ihr slidet das einfach nur rüber über die Hand. Und dann hat er hier seinen Schweißbrenner. Und dann haben wir hier Blur. Und grundsätzlich sieht er ja erstmal gut aus. Muss man einfach nur sagen. Also so an sich. Ne? Front, Seite, Rücken. Komplette Front ist jetzt der Rücken, aber ich meine, ist geschlossen. Das geht erstmal. Problem ist das Gesicht. Ihr seht schon selber. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist so merkwürdig. Das ist so merkwürdig lang. Und seine, ich nenne es mal Lufteinlässe oder was das sind, die gehen nicht mal runter bis zum Kinn. Ich glaube, das ähnliche Problem werden wir echt gesagt haben bei Galvatron, aber das werden wir dann sehen. Grundsätzlich aber ein cooler Bot. Ansonsten sieht er cool aus. Da kann man erstmal, wie gesagt, nicht viel gegen sagen. Ich mag den. Schöne Line-Details hier an der Seite, ein paar Lufteinlässe, ein paar blaue Markings an der Seite. Das hier ist eine Katastrophe, finde ich. Aber von der Front, naja. Hier unten ein paar Markings, innen drinne die Brust, weiß bemalt, mit jeder Menge drin. Das ist cool. Gelb hier oben drauf, das ist schick. Der ganze Kopf ist voll mit Lightpiping. Dementsprechend sind die Augen tot. Auseinandernehmen geht auch nicht, weil das irgendwie hier zusammengesteckt ist. Ist ein bisschen schade. Autobot-Symbol ist aber wenigstens mittig auf der Brust. Das geht. Und dann haben wir hier unten weiß,
an den Beinen mit bösen Paint Scratches und glaubt nicht, dass das ist, weil da irgendwas 180 Grad wenn du das zusammengesteckt. Das ist von vornherein. Genauso hier innen drin. Das ist keine Ahnung, was das ist. Das ist tatsächlich eine Sprühmark, die falsch oder gar nicht angemalt wurde. Ich weiß es nicht. Ich mache es hier mit Fans Toys. Das war hier Security Assistant Block on Text F0711. Keine Ahnung, das ist auch so ein Stormtrooper F2187, war das glaube ich, Finn, ne? Hier Farbe drauf. Das Weiß deckt das Blau nicht komplett ab. Sehen wir hier so ein bisschen an den Kanten. Umgekehrt hier mit dem Hellblau auf dem Dunkelblau. Aber grundsätzlich sieht er gut aus. Proportionen sind glaube ich auch okay. Wenn ich den so angucke, auch im Sucher. Ja, ist okay. Ist okay. Weißes Plastik und am Fuß. Also das Weiß deckt sich zumindest mit dem hier. Ne? Das geht so weit. Eine Schicht mehr hätte wahrscheinlich die Details ausgewaschen. Vielleicht könnte ich sehen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht schlecht. Er macht auf jeden Fall Spaß. Da kommen wir jetzt zu. Die Artikulation. Der Kopf kann quasi gar nichts. Der kann 360 Grad rum, ja. Aber der kommt kaum hoch und kaum runter. Ein bisschen Bobblehead links und rechts. Arme kommen raus auf dieser Armatur. Das ist ganz cool. Das ist auch für die Transformation, dass das so runterkommt. Aber damit könnt ihr nichts machen. Aber das hier, das ist erstmal ganz okay. Hier sind drin Waffles. Das geht allerdings gar nicht. Naja. Arme und Ellbogen. 90 Grad on the button. Das ist, wenn man drückt, also das bleibt 90 Grad. Das Problem ist dann das Handgelenk. Ne? Guck mal. Wenn wir das Handgelenk drehen. Erstmal in die eine Richtung. Keine Chance. Nur in die andere Richtung. Und dann kommt das ganze Ding hier mit. Damit könnt ihr nichts machen. Da könnt ihr hier den großen Cricket-Spieler könnt ihr hier machen. Das ist aber auch alles. Das ist ein bisschen schade. Und dann drehen, ach ja, der ganze Arm kommt ja mit. Naja, man kann drumherum arbeiten. Aber von der Hardware gut ist anders. Wrist-Swivel immerhin sauber an der Hüfte und nicht irgendwo hier drunten, hier unten. Das ist okay. Kein Cut hier. Line-Details gehen hier weiter. Das ist okay. Beine, wenn ihr das so ein bisschen das Heck aus dem Weg nehmt, kriegt ihr den vollen Split nach vorne und zur Seite. Also das ist okay. Ums Universal, eine Oberschenkelrotation, auch wieder Waffles. Immer Waffles. Also ganz ehrlich, Dr. Wu oder wer diese Filler-Sets macht, die werden sich eine goldene Nase an den Dingern verdienen. Das glaubt man. 90 Grad am Knie, das ist okay. Aber geschlossen soweit durchweg. Problem ist dann hier, ne? Hier haben sie seine Finne drin für den Alternate Mode. Das ist ja okay. Hat man es hier ein bisschen abgeschlossen. Immer noch ein bisschen hohl, aber ein kleiner Paint Accent. Das ist okay. Hä? Da könnten sie nicht ein Stück machen, was rausgeklappt wird wie hier. Oder vielleicht an der Finne ein Stück mehr, damit das auch noch geschlossen ist. Das ist so Parts Count. Ja, okay. Und dann war wahrscheinlich das Budget alle. Aber wie sieht denn das aus? Kannst du reinpfeifen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum die nicht hinkriegen, weiterzulernen. Hier oben ist ein böser Paint Scratch. Obwohl es Base-Plastik ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich abgeblättert von hier irgendwo. Naja. Ach ja, und die Füße. Die Füße sind ein Highlight. Man kriegt nach oben, transformationsbedingt, aber man kann es nutzen. Nach hinten nicht so viel, aber wenn ihr das einigermaßen auspackt, dann habt ihr einen Rocker nach innen. Und ihr habt einen Rocker nach außen. Das heißt, Blur kann rennen. Leute, Blur kann rennen. Ist das nicht irre? Der muss nicht hier einen auf, ja, ich gehe ja schon so schnell, ich kann nicht anders, weil... Nee. Der kann rennen. Das gucken wir uns im Live-Posing an. Alles weitere und die Transformation nach Größe und Gewicht. Sagen wir mal ehrlich, an dem Mochel ist nichts dran, der ist schon recht klein. Merkst du auch, 71 Gramm. Aber hey, ist immer noch schwerer als das Skelett. Und die Höhe ist genau... nicht ganz genau, 14,3 cm. Ich habe euch eine Rennpose versprochen und eine Rennpose kriegt ihr auch. Also, das ein bisschen angewinkelt, das komplett nach hinten. Dann kommt der Oberkörper, ich mache den gerne so ungefähr 45 Grad nach vorne. Ihr winkelt den Arm an, den Arm ein bisschen nach hinten und den Kopf nach vorne. So. Und dann löst ihr den Fuß so ein bisschen, bringt es so ein bisschen nach außen und dann habt ihr hier ein bisschen ausbalancieren, Logo. Muss ja sein. So. Immer ein bisschen mit der Tat reinspielen. Aber dann habt ihr eine klasse Laufpose.
Eine super Rennpose, also das geht. Das ist natürlich doof hier, ne? Dann müsst ihr das wieder einstecken, so, aber dann passt das. Also rennen kann er, das ist überhaupt kein Problem. Der kann sowieso einiges, ne? Wenn ihr noch die Waffe nehmt, einpackt. Transformers The Movie Pose habt ihr ja gesehen in meinen Preview-Bildern, wer mir auf Instagram folgt, wer nicht. Link unten unter Linktree, genauso wie im Rest von der Collector's Bay. Könnt ihr das machen, der kann halt nicht großartig nach oben gucken, ne? Deswegen sieht das automatisch immer irgendwie so aus. Ist ein bisschen schade. Aber sonst kann er, obwohl er kein Butterfly hat, dadurch, dass er eine Bizepsrotation hat. Ich glaube, das habe ich vergessen, ne? Cut am Bizeps. Kein Problem. Kann er auf jeden Fall, wenn ihr das so aufstellen wollt, die Decepticons of the Wall, Decepticons of the Other Gate, Decepticons, kurz. Das könnt ihr alles machen, wenn ihr wollt, in seinem Diorama. Also das geht. Dual Wheel funktioniert quasi. Das geht so ungefähr. Also, Da kann man schon was mitmachen oder ihr lasst ihn hier so ein bisschen nach hinten, ein bisschen anwinkeln und dann macht ihr den Arm nochmal wieder so, dass er sich so ein bisschen vielleicht schützt, so, und dann kann er hier auch so ein bisschen richtig Battle for Autobot City. Dabei geben seine Beine mal ein bisschen nach, aber ihr habt schon Varianten. Da geht schon was mit, muss man schon sagen. Ja, du bist okay, du kannst meinen Nuckel haben. Ja, mit Blur fühlt sich Monster Team ein bisschen wohler und Blur fühlt sich auch nur mit Jazz wohl. Jazz ist irgendwie ein bisschen klein, aber wie ihr schon seht, ne, dahinter ist MP36 Megatron, Market Toys Meteor. Mal eben kurz ein paar andere Vergleiche. Wir haben hier Fans Toys Hank dahinter, ne, wo hier jetzt der mein Finger ist. Und dahinter der OP Leader. Also Studio Series 86, ganz wichtig. Masterpiece, könnt ihr voll vergessen. Aber so, da drinnen in dem Look, das ist schon cool, ja. Vielleicht perspektivisch, vielleicht könnt ihr da was machen. Aber so, mit Daniels Worten, transform. Backpack hinten raus, Kopf ein bisschen nach hinten, Backpack rüber, festhalten, Cockpit nach vorne, Front fertig. Arm halt mega kompliziert von der Anleitung, ignoriert das. Arm nach oben, so wollt ihr das, Spitze rüber, Hand drehen, fertig ist die Laube. Dasselbe für die andere Seite. Eigentlich sollt ihr jetzt seine kleine Sitzbank hier rausklappen, aber die geht immer wieder rein, also macht das zum Schluss. Bein auf, Fuß nach oben, das Ganze nach oben kollabieren. Dasselbe auf der anderen Seite, bevor ihr das allerdings komplett macht, finde raus. Zusammen. 180 Grad drehen, Füße zusammen, Arme runter, ein bisschen aus dem Weg bringen. Weil jetzt müsst ihr hier zwischen rein und diese Seitenteile reinbringen, so dass ihr seine Beine hier unten, das muss man wirklich zueinander wegrücken, wieder einpacken könnt. Und die Füße, die kommen hier in diese Schlitze, wo mein Fingernagel jetzt ist, wo ich wackel. Da kommen die Schlitze von den Füßen rein und die drückt ihr runter, so dass ihr etwas habt, was so aussieht. Final dann noch die Arme ran. Runterklappen, an der Seite einpacken und diese Teile hier nochmal einmal. Klack, klack. Und da ist dann Blur. Aber was habe ich vergessen, weil ich es nicht an dem Step gemacht habe? Genau, die Sitzbank muss noch raus. Die klappt auch immer wieder runter, aber das muss dann so aussehen. Ja, was habt ihr denn hier Blur? Und das ist ein cooler, kleiner Blur, der richtig, richtig gut aussieht. Ganz ehrlich. Paint Details kommen alle gut durch. Klar, der macht jetzt hier nicht den großen Mr. Havermeister. Das wäre ganz schön. Leider gibt es auch keine Antigravitationssachen. Von unten ist der unfassbar ugly. Also von unten ist der wirklich ugly. Ich habe vor allem gedacht, ne, wegen den beiden Packs hier, dass sein Schweißgerät hier irgendwie vielleicht rein kann. Aber so rum geht das nicht. Oh, geht das so? Oh, okay, das ist cool. Das macht das ein bisschen besser. Lässt es sich vielleicht auch noch kombinieren, weil die Waffe, die packt man, glaube ich. Genau, die kommt hier vorne rauf. Und dann wird das halt die längste Nase der Welt. Aber ihr könnt es ja wenigstens noch ein bisschen hiermit verbauen. Also, es geht schlimmer. Es geht aber auch besser. Und sagen wir mal ehrlich, ich glaube, das wird so nie einer nutzen. Aber ja, ist ein cooler kleiner Blur. Die Füße kommen hinten so ein bisschen raus. Aber wir haben hier die Turbinen, die kleine Finne. Sein echter Kopf ist nirgendwo zu sehen. Deswegen funktioniert das ziemlich, als wenn das hier seine wirkliche Finne wäre. Ist okay. Klein bisschen Innenraum. Ist auch drollig. Nicht großartig ausgearbeitet. Aber ist okay.
Und wie gesagt, die Farben kommen gut durch. Von hier so, aus den ganzen Winkeln, ist das durchaus ein super futuristisches, cybertronisches Auto. Kommt gut. Ich mag den wirklich. Damit kann man nicht viel machen. Ist halt blöd. Aber er lässt sich transformieren. Die Transformation macht Spaß. Die ist easy. Ja, feines Score. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das bei Jazz hatte, aber so sieht jedenfalls alles. Ihr habt den Hintergrund, Anleitung, Schweißgerät und den Blaster. Hier haben wir Blur. Und der ist cool. Der macht Spaß. Die ganze Linie scheint durchaus gut zu sein. Ich habe jetzt erst die beiden Deluxes gehabt. Dauert noch, bis wir die anderen kriegen. Ich weiß auch nicht, wann das mal soweit ist. Tut mir leid, tut uns leid. Aber ja, Idee ist, what it is. Schönes Ding. Verpackung fand ich schon immer toll. Tolles Packaging. Kann ich nicht anders sagen. Super, Lilly, ich bin am Reden. Danke. Diese Katze im Moment, heute gibt es auch keinen Cat-Score. Diese Katze ist momentan wirklich, wirklich unfreundlich. Und deswegen kriegt sie einfach auch eine Ecke weniger Aufmerksamkeit. Sorry, die ist auch immer noch nicht ruhig. Die fliegt momentan aus dem Wohnzimmer raus. Steht sie letztens aber auf dem Tisch. Anyway. Tolles Sculpting, Gesicht ist ein bisschen merkwürdig, kann ich nicht anders sagen. Ich weiß nicht, was den Leuten da passiert ist, vor allem wenn man es hier wirklich auf der Boxart sieht, dass seine Lufteinlässe im Gesicht wirklich unterhalb am Kinn sein sollen und hier sind sie auf einmal fast auf Wangenhöhe. Naja, tolle Artikulation, macht viel Spaß zu posen. Der Preis ist immer noch happig bei den Dingern, das kann ich nicht anders sagen. 27 hat er bei uns gekostet, der ist halt leider im Moment ausverkauft. Ich hätte gesagt, 20 bei denen ist okay, aber das ist ein bisschen drüber, auch wenn ihr einen schönen Hintergrund habt. Transformation ist witzig, schönes Engineering, also mit der Farbe zusammen auch wenn es ein bisschen Chipping hier und da ist, ist es okay. Ist ein schöner Bot, kann ich euch empfehlen, wenn ihr den einigermaßen günstig habt. Tja, auf die Katze müsst ihr heute leider verzichten. Cooler kleiner Kerl, oder? Studio Series 86 Blur. Der macht Spaß. Der macht definitiv Spaß. Anders als die Katze im Moment. Die seht ihr schon noch wieder. Aber erstmal war es das von dem Kerl. Ihr kriegt doch noch mehr von denen zu sehen. Wir warten leider auf die Lieferung. Wisst ihr? Deswegen kann ich euch leider erstmal nichts anderes sagen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das gefallen. Vielleicht schnappt ihr euch ja den. Leider nicht bei uns. Momentan ausverkauft. Aber ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bleibt brav, bleibt gesund. Bye bye.